Tag und hi everybody. Dies ist ein kurzes Einführungsinterview, ein Introduction Video for my plan for a Brexit Tour. Ich heiße Erwin Klein, ich komme aus Braunschweig, bin Journalist und Grafikdesigner und die Idee ist, eine Motorradtour nach England zu machen von Mai bis Juni. Deswegen stehe ich auch hier in Motorradkleidung. Around all this discussion about Brexit, I realized that there are nearly in every city around Braunschweig, there are twin cities in England. And I was asking myself, what will happen in relation to all these cities after Brexit, during the process of Brexit, during all this discussion of Brexit? Das ist zum Beispiel Peine und Haywood, das ist Wolfsburg und Luton, das ist Königslutter mit Taunton, das ist Helmstedt und Chart, Goslar und Windsor und Gifhorn mit Dumfries in Schottland, als einzige Stadt in Schottland. Diskussion herum um den Brexit war auch der Gedanke, was passiert eigentlich mit den viel persönlicheren, viel privateren Beziehungen im Rahmen dieses EU-Austrittes. And so I decided to take my motorbike, which you might see in the background, and go to England, make a little tour, visit all these cities and get some information, get some contacts and see what happens. Werde ich vom Braunschweig aus zunächst Richtung Calais fahren, quer durchs Ruhrgebiet, was eine ziemlich lange Strecke ist. Von dort nach 2 Tagen hoffentlich rübersetzen mit der Fähre nach Dover und dann Chart, Taunton, Bath, Swindon, Windsor, Luton und danach Norden, Haywood und Dumfries. All this will be shown and documented on this website. I also will do a site on Facebook where every day some posts, some pictures, some everything will be posted. I will do an Instagram site to show all the photos and all the pictures I want to make. Oh, so many birds flying here. And I want to present every part of my trip in the internet and to the people and to the audience and see what happens. Natürlich ist so eine Motorradtour von vielen Unwägbarkeiten, sprich Wetter, sprich irgendwelche Verkehrshindernisse, was immer passieren kann, begleitet. Aber da werde ich mich durchimprovisieren und ich bin sicher, das wird eine tolle Sache und eine schöne Sache. Und ich bin dankbar für jeden Kommentar, für jede Anregung, für jeden Tipp. A very important point is about accommodation. I prefer not to go to hotels, but to have some bed and breakfast opportunities, or maybe even some private bed and some private room. And if you would like to help me in this, I would be very delighted. If you know some good bed and breakfast, if you want to see me maybe in your home, if you have some a free bed or a free room, I would be happy. Just tell me, send me a mail, send me some personal message on Facebook, and yeah, maybe we meet and we can talk about everything concerning Brexit, election, sports, music, whatever. And yeah, also come to Braunschweig, come to Gifhorn, come to Wolfsburg, come see these beautiful cities, look around here, this lake and Braunschweig Bürgerpark. It's worth. It's summer, it's sunny, it's nice, and you're very welcome.